Widerstand ist zwecklos. Hallo zusammen. In diesem Teil über meine Carrera-Rennbahn geht es wieder um Dekoration. Für diese Dekoration benutze ich ein ausrangiertes Slotcar, bei dem ich die Magnete und den Motor ausgebaut habe. Wenn ich mal die Karosserie von dem Opel Manda abnehme, seht ihr, dass die Beleuchtung ein separates Kabel hat. Und das Kabel kann ich später an einen 12-Volt-Trafo anschließen. Aber zunächst widme ich mich der Karosserie. Und zwar habe ich vor, auf der Fahrerseite die Tür auszuschneiden und später in offener Stellung wieder anzukleben. Und dafür benutze ich einfach ein Cuttermesser. So, die Tür ist draußen. Jetzt werden die Kanten noch ein bisschen geschliffen und dann wird die Tür in offener Stellung mit Sekundenkleber wieder an die Karosserie geklebt. Und jetzt habe ich eine Karosserie mit offenstehender Tür. Dann kann ich jetzt das Auto wieder zusammenbauen. Den Fahrer habe ich ausgebaut. Das Inlay wird jetzt wieder eingesetzt. Und dann kann ich die Karosserie mit dem Chassis zusammenschrauben. Das Auto ist wieder zusammengeschraubt. Jetzt nehme ich eine Figur, einen Rennfahrer, und stelle den neben die offene Tür. Das Ganze soll hinterher so aussehen, als wenn der Rennfahrer von der Strecke abgekommen ist, steht jetzt neben seinem Auto und trommelt mit den Fäusten auf dem Dach rum. Und so sieht jetzt das fertig präparierte Auto aus. Und im Hintergrund seht ihr, an welche Stelle es aufgestellt wird. So, das Auto steht. Dann geht's jetzt ans Dekorieren. Als erstes verwende ich ganz normale Erde und verteile die rund um das Auto. Ein paar größere Stücke vor der Motorhaube, ein bisschen feinere Erde mache ich noch auf die Motorhaube und hinterm Auto muss das so aussehen, dass man die Spuren erkennt, die das Auto hinterlassen hat, während es von der Straße abgekommen ist. So, nachdem ich jetzt die Erde verteilt habe, so wie ich mir das vorstelle, wird das Ganze noch mit einer Wasser-Weißleim-Mischung festgeklebt. Nachdem die Erde jetzt getrocknet ist, stelle ich noch zwei Bäume auf.
In meiner Sammlung von Rennbahndekorationen habe ich auch 5 von diesen Lübecker Hütchen oder Pylonen gefunden und die werde ich jetzt auch noch auf meiner neuen Rennbahn aufstellen. Auf der Unterseite in dem Hohlraum habe ich einen Magneten eingeklebt und auf die Holzplatte, also die Dekoration, kommt ein Reißbrettstiftchen. Auf die Weise werden die Pylonen festgehalten, aber wenn ein Auto dagegen fährt, fliegen sie halt weg und sie gehen nicht kaputt. Und hinterher kann man sie wieder aufstellen. Jetzt werden die Reißbrettstiftchen auf der Holzplatte eingeschlagen und mit einem schwarzen Lackstift bemalt. Original Carrera Hütchen sind das sicherlich nicht. Vom Aussehen her würde ich sagen Playmobil. Und schon ist fertig. 5 Pylonen, die Kurve ein bisschen begrenzen. Und dann folgt als nächstes ein bisschen Grünzeug. Dafür wird Weißleim aufgetragen und mit Grasfasern und Streu bestreut. Jetzt werden noch ein paar Flocken aufgeklebt und danach noch ein bisschen Moos und dann ist das Ganze eigentlich schon fertig. Und so sieht meine fertige Dekoration aus mit dem Opel Manta, der den Schriftzug Carrera trägt. Und dem Rennfahrer, der auf seinem Autodach rumtrommelt, 2 Bäumen und 5 Pylonen. Ist doch ganz gut geworden. Na dann, bis zum nächsten Mal. Ciao.